So, raus aus dem Stau. Ist ja irre, wie fett ich bin, ja? Thema des heutigen Videos. So, dann gehst du da durch Edeka und da sieht man, dass die Frau in ihrem Rollator oder was auch immer da ist, da schnauft die, da schwitzt sie. So, der Körper wehrt sich schon vehement, weil er sagt, ey, du bist zu dick, du hast Übergewicht, du kriegst so. Und dann denke ich mir, warum ziehen die Leute nicht die Reißleine? Warum wird nicht die Reißleine gezogen? Und man muss doch merken, nee, es wird dann auch noch Propaganda-Bildzeitung mitgenommen, wo eh nur Schwachsinn, Schwindel, Scheiße drin steht. Hä, wird denn da so rübergeworfen? Ja, am besten noch mit Achselschweiß hinterher, weil der Körper sich total wehrt, weil der Körper alles ausschwitzen will, was da Ungesundes in diesem Einkaufswagen ist. Wenn die Zellen gesund sind im Körper, wenn ihr... ich sag mal, CDL nehmt oder irgendwas nehmt oder Magnesiumöl auftragt auf die Haut oder und die Zelle kann genesen. Wenn ihr Vitamin E, B, A, wenn ihr Vitamin D, wenn ihr so ein paar Sachen mal zufügen würdet, die Mangel mal ausgleichen würdet im Körper, dann wäret ihr von alleine dünn. Ihr werdet von alleine schlank. Der Körper wird euch danken und wird von ganz alleine abnehmen. Das ist einfach Fakt. Ein gesunder Körper ist nicht dick. Und da rede ich auch nicht davon, dass ihr jetzt da 500 Bauch weg Speckbankdrückübung machen müsst. Ja, ihr wollt ja nicht aussehen, ich sag mal, wie ein Markus Rühl. Ihr wollt ja lediglich schlanker und gesünder werden. Der Körper wird von alleine abnehmen, wenn ihr ihn gut versorgt. So, aber also heute war das erschreckend, weil es waren wirklich 4 oder 5 Leute da, wo ich dachte, wir haben ein verdammtes Übergewichtsproblem in diesem Land, weil die Leute nur noch Junkfood im Einkaufswagen haben. Dann wundern sie sich, dass sie krank werden, weil sie diesen raffinierten Zucker fressen. Dann wundern sie sich, dass es ihnen nicht gut geht und ja, rennen dann zum Arzt, lassen sich irgendwelche Tabletten verschreiben, wo sie denken, der Gott in Weiß hilft ihm, der davon lebt, dass du krank bist. Also, boah, na, sorry, ich will das auch nicht so, jetzt auch, wenn ich jetzt hier dicke Leute im Kanal, fühlt euch nicht beleidigt. Das sind nur Augenöffner. Eine gesunde Ernährung ist ja nicht per se, also, nochmal, ich bin nicht päpstlicher als der Papst. Wenn ihr mal ein Barbecue habt, sollt ihr eine Wurst essen, sollte man auch ein Stück Fleisch essen, das gehört dazu. So, man muss sich da nicht wenn man jetzt will, da nur Gemüse, aber 80% sollte Gemüse sein auf eurem Teller. Das ist einfach so. Aber wie gesagt, ich bin kein Moralapostel. So, und wie gesagt, entgiftet den Körper. Der Körper wehrt sich, gerade wenn man Übergewicht hat. Man hat oft Hautprobleme. Man hat generell Probleme, dass man keine Luft bekommt. Jeder Weg, jedes Ding fällt einem schwer. Dann macht eine CDL-Kur oder irgendwas. Lest euch rein in die ganzen Bücher von Andreas Kalker. Wie gesagt, ich lese jetzt das zweite Mal, oder, na, nicht ganz richtig. Ich lese jetzt das Ende von, wenn das die Patienten wüssten, ist ja von Jan von Helsing, also Vera Wagner und Jan von Helsing. Ein super Buch. Gut, also, ich möchte das Video kurz zusammenfassen. Übergewicht bekommt man in den Griff, indem man den Körper gesund ernährt. Ganz klar, logisch, das ist ja auch logisch, aber auch indem man ihm die Sachen zufügt, die er braucht, dass man die Mängel ausgleicht, die der Körper eventuell hat, dann geht man meinetwegen auch mal zum Homöopathen, lässt man eine Haaranalyse machen, bestimmt mal den Wert von Vitamin D, von Schwefel, von Bor, von was auch immer. Ich habe das auch noch nicht gemacht, wollte ich auch immer mal machen, aber wie auch immer, ist egal. Jetzt aber zum Ende hin des Videos, hab mich jetzt mal ausgekotzt, sorry, musste sein. Jetzt mal zum Ende des Videos hin. Heute hoffentlich kommt meine Basiscreme. Ich habe eine Basiscreme gekauft. Einmal mische ich eine neue Salbe an für einen Bekannten von mir. Der hat so eine Entzündung im Ellbogen. Da muss ich eine Salbe machen mit... also es gibt ja verschiedene Salben, die wir verschieden anmischen können. Und jede Salbe, die wir anmischen, die ist ja, dient ja einem anderen Zweck. Die eine Salbe soll einfach nur ein bisschen das Hautbild verbessern. Die nächste Salbe soll zum Beispiel trockene Hautstellen rausziehen. Die nächste Salbe soll eine komplette Entzündung aus dem Arm ausleiten. Wie wollen wir diese Salbe oder wie würde ich diese Salbe jetzt anmischen? Nochmal ganz kurz zusammengefasst, weil diese Salbe ist ja nur dafür da, dass sie die Entzündung rauszieht. Das heißt, zum einen werde ich 99,9% reine DMSO-Salbe verwenden. Also die Grundlage wird 99,9%ige DMSO-Salbe sein, die wirklich unter die Haut geht, die Poren öffnet und dem Ellbogen helfen wird,
diesen ganzen Schmodder rauszuleiten. So, zusätzlich werde ich Magnesiumöl mit reintropfen, einfach aus dem Grund, dass das Magnesium den Knorpel und den Knochen stärkt. Das wird für den wird für das Gelenk sehr schonend sein, sehr gut sein. Zusätzlich werde ich Borax klein machen und die Borax-Tablette auch mit reinmachen. Wenn man das jetzt noch unterstützen würde, habe ich gestern, glaube ich, gesagt, würde ich Borax noch zusätzlich supplementieren oder Schwefel auch. So, ich werde Schwefel auch Tabletten im Mörser klein machen und werde auch Schwefeltabletten mit einführen in diese Salbenpaste. Ne? So, und genau, das ist so das, was ich anmischen werde. Zusätzlich wird in der Salbe klein pulverisiertes Natron sein, um einfach diese Salbe, wie sagt man, guck mal, ob ich hier rumkomme, fährt er rechts rein? Kommt er da dann vorbei? Einen Moment. Nee, muss da reinfahren, weil er im Weg steht. Aha, jetzt dreht er um. Ja, warte mal, ja, der Rote fährt, will er auch rechts rein? Wenn er da reinkommt, dann fahre ich da nämlich auch lang. Er kommt rein. So. Also, einen Moment bitte, ich muss hier mich mal konzentrieren, weil... So, ja. Zusätzlich würde ich Schwefel mit in die Salbe machen. Also Schwefel einfach, weil es extrem entzündungshemmend ist. Also dann wird das DMSO, wird diese Entzündung aus dem Arm rausziehen. Hoffe ich. Sollte passieren. Da, weil, es ist auch witzig. Ich habe mich dann unterhalten. Nein, es gibt keine Salbe, die was aus dem Arm rausziehen kann. Das, na doch, ihr wisst es nur nicht. Und der Arzt weiß es auch nicht. So, und ich bin gespannt. Der Ellbogen, hoffe ich, heilt aus in 2 bis 3 Monaten. Er sollte, ich hoffe, komplett gesunden, ohne dass eine Operation notwendig wird, hoffe ich. Werden wir sehen, ob das funktioniert. Die erste Salbe, die ich ihm gegeben habe, war ja eine rein basierte Kokosnusscremesalbe, auch mit DMSO drin. Allerdings das DMSO ganz dünn dosiert, weil man muss ja erstmal gucken, kommt der Ellbogen damit klar. Nun habe ich gestern gefragt, wie geht's dir? Hast du irgendwelche Rötungen? Gar nichts, alles gut. Also kriegt er jetzt knallhart die Salbe, damit das rauszieht. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Und wir machen noch eine schöne Antifaltencreme. Achso, in die Zündungssalbe würde ich auch noch Teebaumöl mit reintröpfeln ein bisschen. Und wahrscheinlich ein bisschen Vitamin E. Aber da gucke ich mal. So, und dann werden wir mit den Mädels hier zusammen und den Jungs eine schöne Antifaltencreme auch auf DMSO-Basis machen, damit das schön tief in die Haut geht. Und da kommen einige richtig geile, geheime Vitamine rein, die ich schon bestellt habe, um einfach die Falten wirklich von innen heraus ein bisschen zu heilen. So, Freunde, ich bin angekommen. Jetzt mit lecker Frühstück. Lasst euch nicht verarschen. Bis dann. Ciao, ciao.